Ich höre von Patienten immer wieder folgende Aussage: Ich habe schon viele Therapien gemacht und ich weiß jetzt, wo mein Problem herkommt. Aber ich habe es immer noch. Wie kommt das? Und wo liegen die Probleme eigentlich? Stellen Sie sich unser Bewusstsein bitte einmal vor wie einen Eisberg. Die Wasseroberfläche und hier oben guckt der Eisberg heraus. Das ist nicht der Eisberg, das ist nur die Spitze des Eisberges. Der eigentliche Eisberg ist hier unten unter der Wasseroberfläche. Den Teil über der Wasseroberfläche hier, das ist unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein beinhaltet den Willen und die Logik und das Kurzzeitgedächtnis. Unterhalb der Wasseroberfläche, der eigentliche Eisberg, das Unterbewusstsein, beinhaltet unsere Gedanken, unsere unbewussten Gedanken, unsere Gefühle, unsere Überzeugungen und Glaubenssätze. Das Unterbewusstsein steuert den Körper und ist somit auch für die Symptome verantwortlich. Im Unterbewusstsein befindet sich unser Langzeitgedächtnis. Warum ist diese Unterscheidung Bewusstsein und Unterbewusstsein denn so wichtig? Ganz einfach, unsere Probleme liegen im Unterbewusstsein. Beispiel: Ein Raucher sagt, ich weiß, Rauchen ist verrückt, ich bringe mich um, aber es fühlt sich so gut an oder ich rauche gern. Jemand mit einer Panikstörung oder mit einer Angststörung sagt, ich weiß in der Prüfungssituation, es passiert nichts, es ist ungefährlich, aber ich bekomme Todesangst. Das Gefühl, ich rauche gern oder das Gefühl, diese Situation ist bedrohlich, sind im Unterbewusstsein gespeichert. Ein depressiver Mensch, der weiß, und sagt oft, ich habe keinen Grund für diese tiefe Traurigkeit. Ich habe alles im Leben, ich bin glücklich verheiratet, habe eine gute Frau, tolle Kinder, finanziell abgesichert, aber ich kann mich nicht freuen, ich bin so tief traurig. Die Traurigkeitsgefühle, die Gefühle der Leere, der Wertlosigkeit sind im Unterbewusstsein. Wo muss eine Therapie also ansetzen? Hier oben im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein? Die Antwort ist klar. Die Veränderung muss im Unterbewusstsein geschehen. Das klingt ganz einfach. Wenn man weiß, wie es geht, ist es das auch. Aber es gibt ein Problem dabei. Nämlich, eigentlich könnte man Glaubenssätze wie ich bin wertlos, ich bin schuldig, ich verdiene nicht, dass es mir gut geht und negative Gefühle wie Verlassen sein, Einsamkeit, Angst, Traurigkeit. Man könnte die ganz einfach ändern, indem man ins Unterbewusstsein die Botschaft gibt, du bist wertvoll, du bist liebenswert, du bist okay, wie du bist, du verdienst, dass es dir gut geht und so weiter. Aber das ist nicht so einfach. Wie kommt das? Wenn es einfach wäre, könnte man mit jeder Therapie und auch ohne Therapie die Veränderung im Unterbewusstsein sehr leicht erreichen. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein gibt es eine Instanz, die prüft, was an Informationen ins Unterbewusstsein gelangt. Als Beispiel können Sie sich vorstellen, vor einem Club steht ein Türsteher. Und der lässt nur die Menschen in den Club rein, die auch da reingehören, die zu den Menschen passen, die da drin sind. In einem Club von Kapitänen will man nur Kapitäne sehen. Das heißt, der Türsteher lässt niemanden rein, der kein Kapitän ist. Wenn also in mir die Überzeugung ist, ich bin wertlos, lässt der Türsteher keine Informationen rein, die zum Beispiel, wenn ein wohlwollender Mensch sagt, Mensch, du bist okay, so wie du bist. Das lehne ich ab. Sie kennen das vielleicht. Oder wenn ich Angst habe und
und überzeugt bin, diese Situation ist gefährlich, wenn jemand sagt, du brauchst keine Angst zu haben, das erreicht mich nicht. Die Frage ist nun, wie bekommen wir Suggestionen, Informationen ins Unterbewusstsein? Die Antwort ist ganz einfach, wir müssen den Türsteher ablenken, ihm ein Eis geben oder eine Zeitung in die Hand geben, ihn beschäftigen. Und in dem Moment, in dem er abgelenkt ist, können auch andere Gäste in den Club, also in den Club der Menschen, der Überzeugungen, ich bin wertlos, ich bin minderwertig und so weiter, kommen dann neue Informationen, ich bin okay, ich bin wertvoll, ich verdiene, dass es mir gut geht. Und Hypnose macht genau das. Hypnose ermöglicht ein Umgehen des Türstehers, des kritischen Faktors, sodass wir im Inneren die Überzeugungen und die Glaubenssätze ändern können und damit heilend wirken können. Und zwar im Verlaufe einer einzigen Sitzung.